Hallo Kackbratzen. Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime gal. Send me a kiss by wire, baby my heart's on fire. Der 1979 veröffentlichte Film Alien gehört wohl noch immer zu den gruseligsten Filmen aller Zeiten. Klar gab es damals noch andere Filme, die weitaus düsterer waren, wie etwa Der Exorzist oder Amityville, aber der Horror in Alien schlug auf eine ganz andere Weise zu. Ein großer Teil des Verdienstes gebührt wohl dem Schweizer Künstler H.R. Giger, der mit dem Xenomorph ein absolut schreckliches Monster kreierte. Seine Werke kombinieren albtraumhafte biologische Schöpfungen mit düsterer, mechanischer Fantasie, oft überlagert mit äußerst verstörenden psychosexuellen Themen. Es ist alles sehr unverwechselbar und viele Videospiele Ende der 80er und Anfang 90er Jahre übernahmen seinen Stil. Neben Spielen, wie etwa R-Type, die seinen Stil nur kopierten, gab es aber auch eine Reihe, die ganz offiziell seine Designs nutzen. Darunter die Dark Seed-Reihe, die von Cyber Dreams entwickelt und 1992 zunächst auf dem PC und später auch auf dem Amiga und Mac veröffentlicht wurde. Es wurden 1995 auch Versionen des Spiels für die PlayStation und Sega Saturn portiert, aber nur in Japan veröffentlicht. Grafisch sind die Konsolenversionen gleichauf mit der PC-Version, aber nachdem die Veröffentlichung 3 Jahre nach der Erstveröffentlichung folgte, wirkt Dark Seed sowohl auf der PS1 als auch auf der Saturn etwas veraltet. Die japanische Version enthält zudem auch nur japanische Bildschirmtexte, während man die originale englische Sprachausgabe beibehalten hat. Meine Kopfschmerzen bringen mich um. In Dark Seed geht es um einen unglücklichen jungen Mann namens Mike Dawson, der ein Portal zu einer alternativen Dimension namens Dark World entdeckt hat. Diese schreckliche alternative Version unserer Welt ist ein Panoptikum der Werke von Giga und gehört wohl zu den gruseligsten Dingen, die wir damals auf unserem PC spielen konnten. Trotz der im Allgemeinen schrecklichen Umgebung und der ebenso grässlichen Leuten sind die Einwohner der dunklen Welt nicht unbedingt böse. Einige von ihnen sind tatsächlich recht freundlich, aber sie wurden von einer Gruppe Außerirdischer übernommen, die sich die Alten nennen. Ich grüße dich, Mensch. Ich bin Sago, seit 9 Jahren Gefangener diesen Verlies. Diese Kerle hingegen sind zu Recht böse und verschwören sich, um die normale Welt ihres Lebens zu berauben. Der Haken daran ist, dass sie nicht in der Lage sind, die Dimensionen selbst zu überschreiten, sondern sich stattdessen auf andere Methoden verlassen müssen, um ihre Invasion zu starten. Und hier kommt nun Mike Dawson ins Spiel, der offenbar einer der wenigen Menschen ist, die mit Hilfe von Spiegeln zwischen den Welten wechseln können. In diesem Bett hat seit Jahren keiner geschlafen. Wie bei allen großen psychologischen Horrorgeschichten besteht eine gewisse Unklarheit darüber, ob die dunkle Welt real ist oder nur die Halluzination eines extrem kranken Menschen sind. Dark Seed stellt zusammen mit Alone in the Dark die erste Welle von Computerspielen dar, die versuchten, das Horrorgenre in einer interaktiven Umgebung umzusetzen. Spiele wie diese ebneten den Weg für die modernen Survival-Horrorspiele, die in der 32-Bits-Konsolengeneration populär wurden. Während Dark Seed heute angesichts der technologischen Zwänge vielleicht altmodisch wirkt, war es in den frühen 90er Jahren eine unglaublich gruselige Erfahrung. Dark Seed beginnt inmitten eines Albtraums, in dem unser Held davon träumt, dass eine sehr seltsame außerirdische Waffe in seine Stirn ejakuliert. Natürlich wacht er davon schweißgebadet auf und leidet zudem unter unerträglichen Kopfschmerzen. Nachdem er ungefähr einen Tag damit verbracht hat, die Nachbarschaft zu erkunden, entdeckt er, dass einer der Spiegel in seinem Haus in die dunkle Welt führt. Der Ort aus seinen Träumen. Ein unnatürliches Leuchten scheint aus der Kammer. Seltsame Maschinen erzeugen Energie und versorgen die Kreaturen in ihren Kokons. Ihr habt es vielleicht schon vermutet. Diese lustigen Außerirdischen haben nicht nur so aus Spaß in den Kopf von Mike abgespritzt, sondern sie haben ihm einen kleinen Fötus implantiert. Unser Held ist in gewisser Weise schwanger. Allerdings darf er sich nicht auf eine rosige Geburt freuen, denn der kleine Fötus wird in seinem Kopf heranwachsen und ihn umbringen. Allerdings nicht nur unser Held, sondern auch die gesamte Menschheit. Das ist definitiv eine der gruseligsten Dinger, die wir je in einem Spiel erlebt haben, aber es ist auch genau das, warum man Dark Seed lieben muss. Es ist absurd und absolut verstörend. Dieser gesamte Doppelweltaspekt ist ebenfalls eine ziemlich coole Prämisse und bei der Entwicklung hat man sich nicht nur frei an den Werken von H.P. Lovecraft bedient, sondern auch schon die Basis von Silent Hill vorweggenommen, womit wir Dark Seed definitiv als Vorläufer des Gruselspiels aus dem Hause Konami bezeichnen können. So gut die Voraussetzung auch klingt, die Handlung ist leider ziemlich spärlich, da es abgesehen von ein paar erläuternden Szenen nur ein sehr kleines Storytelling gibt. Es gibt eine Handvoll Charaktere in der Stadt, aber sie sprechen nie mehr als 1 oder 2 Zeilen. Junge, das ist prima. Danke fürs Vorbeikommen, Mike.
Zu jedem Raum gibt es am unteren Bildschirmrand eine Textbeschreibung. Ein Überbleibsel aus der Zeit der Textadventures. Aber mehr darf man nicht erwarten. Die Charaktere und leider auch unser Hauptdarsteller erweisen sich als flache, eindimensionale Figuren. Diese Distanzierung vom Protagonisten stört das Gefühl der Immersion und wirkt sich negativ auf die an sich gruselige Spielwelt aus. Diese Karte sollte beim Buch verbleiben. Sie finden es in Gang C. Es hat einen grünen Einband. Man weiß, dass der Horror hinter jeder Ecke lauert, aber irgendwie zündet er nicht richtig, da durch den eher schwachen Schreibstil eine gewisse Distanz aufgebaut wird. Das bedeutet nicht, dass das Spiel überhaupt nicht furchterregend ist und man wird vermutlich auch ein wenig Angst spüren, aber es geht eben nicht ganz so unter die Haut wie andere Titel. Zumindest ist das Design der Spielwelt fast erste Sahne. Die Farbpalette in der dunklen Welt verändert sich zu einem beunruhigenden Grau und die Szenerie wird in die beängstigenden biomechanischen Horrorlandschaften verzerrt, für die der Schweizer Surrealist so bekannt ist. Aber obwohl es cool aussieht, fühlt es sich einfach nicht so schockierend an, wie man vielleicht annehmen könnte. Es gibt ein paar Wachen, die einen töten, wenn man zu nahe kommt, und man läuft auch sehr oft Gefahr, durch einen Stromschlag zu sterben. Aber ansonsten muss man nicht viel befürchten. Du musst die Energiequelle der Alten finden und sie zerstören. Ferner sind die Polizisten in deiner Welt unter Kontrolle der Alten. Mike kann frei herumspazieren und die schrecklichen Bewohner scheint dies auch nicht weiter zu stören. Grafisch ist das Spiel nicht wirklich ein Albtraum, aber aufgrund technischer Begrenzung muss man natürlich mit einigen Einschränkungen rechnen. Die Auflösung auf dem PC mit 640 auf 480 Pixeln war damals sehr, sehr schön, allerdings war die Farbpalette auf nur 16 Farben beschränkt. Trotzdem hat man das Äußerste aus der Technik herausgeholt und damals sah das Spiel schon verdammt gut und teilweise verdammt gruselig aus. Leider findet das Spiel nur in einem Fenster statt, das etwa halb so groß ist wie der Bildschirm. Der Rest ist einfach ein übermäßig aufwendiger Rahmen, mit dem Dialogfenster am unteren Rand. Und leider sind die Animationen auch nicht wirklich flüssig. Mit seinen unheimlichen Trommelmusik und den schrillen Dissonanzen verleiht man dem Soundtrack beinahe ein biomechanisches Gefühl und man erzeugt somit eine sehr gute und auch sehr gruselige Grundstimmung. Kreischendes Klirren, schrille Geräusche und auch das gelegentlich auftauchende Hauptthema mit seinen beinahe fast überirdischen Beats werden definitiv in euch ein enormes Gefühl an Anspannung aufbauen. Die Sprachausgabe ist jetzt klanglich etwas dürftig, aber im Prinzip recht gut gemacht. Auch in der deutschen Version. Die Energiequelle der Aliens scheint in diesem Zimmer zu sein. Leider wird eben nicht allzu oft gesprochen, womit die Fehler auch nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Die Story des Spiels findet in einem Zeitraum von 3 Tagen statt und läuft in Echtzeit ab und somit gibt es auch einen simulierten Tag-Nacht-Zyklus. Das klingt jetzt auf den ersten Blick relativ lustig, aber diese Gameplay-Mechanik ist ein echter Schmerz im Allerwertesten. Schafft man es nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Gegenstand zu ergattern, ist das Spiel vorbei. Ist man nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ist das Spiel vorbei. Wenn man einen Gegenstand sieht und keinen Plan hat, ob dieser nun wichtig ist oder nicht, ist das Spiel vorbei. Ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber ich fühle mich von ihnen angezogen. Gut, das Ding ist, dass die Story weitergeht, aber man wird sich in einer unrettbaren Sackgasse befinden, ohne es zu wissen. Und dieser Tag-Nacht-Zyklus hat noch einen weiteren Nachteil. Ist man bei Einbruch der Dunkelheit noch nicht zu Hause, wird unser Hauptdarsteller einschlafen. Das Problem ist aber nicht seine schwere Form von Narkolepsie, sondern dass ihm alle seine Gegenstände geklaut werden. Schläft er zudem in der alternativen dunklen Welt ein, stirbt er. Darkseid hat einige ziemlich unfaire Situationen, in denen man hoffnungslos ins Gras beißen wird. Wer es schafft, das Spiel ohne Komplettlösung zu beenden, hat definitiv einen Orden verdient. Denn außer ein paar kryptischen Hinweisen hat man oft nicht den geringsten Hauch einer Ahnung, was man überhaupt zu tun hat. So verschwendet man Zeit mit dem Suchen nach Spuren, während das Spiel schon von einem erwartet, zu diesem Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort zu sein. Nur um ein Beispiel zu geben. Sie sind verhaftet, Dawson. Kommen Sie mit. Gegen Ende des Spiels wird man von der Polizei gesucht und es wird einem unmöglich gemacht, das eigene Haus zu betreten, da sich davor eine Wache positioniert hat. Das ist eine ziemlich beschissene Sackgasse. Hätte man allerdings am ersten Tag schon gewusst, dass man nie wieder sein Haus durch die Tür betreten kann, hätte man vorsorglich schon mal ein Seil am Balkon befestigt, an dem man dann später hochklettern kann. Und das Spiel ist voll dieser unlogisch-logischen Rätsel, die einen Sack voll Frust bereiten und man mitsamt dem Hauptdarsteller reif für die Klapse ist. Man ist ja schon Schlimmes von den Adventure-Spielen aus dem Hause Sierra gewöhnt, was man aber in Darkseid abliefert, geht auf keine Kuhhaut. Das Spiel ist von Grund auf quasi ungewinnbar konzipiert. Gegenstände mit Rätseln, die logisch keinen Sinn ergeben, unzählig viele Sackgassen aufgrund der zeitlichen Abläufe, die man teilweise nicht einhalten kann, ist einfach zu viel für ein Adventure.
Ich kann ja verstehen, dass man Druck aufbauen möchte, aber dem Spieler fortlaufend ins Knie zu schießen, ist halt ziemlich kacke. Und da können auch die absurden und düsteren Grafiken eines Giga nicht mehr helfen. Es ist verdammt schwierig, euch dieses Spiel zu empfehlen. Auf der einen Seite ist es das perfekte Futter für jeden Horror-Adventure-Fan und vor allem die surrealen Designs aus dem Hause Giga und auch die Grundidee machen das Spiel zu einer absoluten Perle. Auf der anderen Seite machen die unfairen Rätsel das Spiel komplett kaputt. Man hatte mit dieser Parallelwelt ein so großes Potenzial, damit wirklich clevere Rätsel zu schaffen, aber man hat die Dimensionssprünge und all die mystische Verbindungen einfach links liegen gelassen. Dazu gibt es einfach riesige Löcher in der Handlung und einen eher langweiligen Schreibstil, was dann die Laune doch eher in den Keller zieht. Der Motor springt an. Grundsätzlich kommt man ohne Komplettlösung vermutlich nie zum Ziel und das ist einfach ein No-Go für ein Spiel dieser Art. Trotzdem verspürt man einen großen Drang, in diese düstere Welt immer und immer wieder einzutauchen, da das Spiel an sich einem eine Mordsangst einjagen kann und man sich an den düsteren Grafiken und düsteren Atmosphäre einfach nicht satt sehen kann. Dort ist ein schreckliches altes Alien, das mich beobachtet. Darkseid ist definitiv nichts für schwache Nerven und kein Spiel für jedermann. Hardcore-Adventure-Fans müssen beide Augen zudrücken und über einige Mängel hinwegsehen. Ist man sich allen Problemen bewusst, darf man sich auf eine absolut faszinierende Reise durch eine albtraumhafte Welt freuen. Ich beginne langsam zu verstehen. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.